Day of Destruction TV, heute aus Hanau. Morgen findet hier die Mixfight Gala 17 statt. Neben mir sitzt Ralf Stege, der heute mitgekommen ist für das Team Day of Destruction. Er hat zwei Kämpfer. Ralf, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Wir warten auf Axel. Die stecken noch im Stau. Wir sind wohl, so wie es aussieht, eine andere Route gefahren. Haben Glück gehabt, sind gut durchgekommen. Wir sind ja jetzt schon sehr lange hier. Axel ist immer noch nicht da, die Kämpfer sind noch nicht da. Das ist natürlich schrecklich für die. Welche zwei sind dann morgen vom Team Day of Destruction dabei? Ja, einmal Maurice Lohner kämpft um die Junioren-Europameisterschaft gegen Maruf Özcan, genau. Und Florian Kröger. Ne? Florian Kröger ist noch dabei. Hat ja gerade erst vor 2 Wochen gekämpft, grandios gewonnen. Die Jungs sind gut drauf. Die Jungs sind gut drauf, leider sind sie noch nicht da. Das gute Essen haben sie verpasst. Ralf, Mixfight Gala steht morgen an. Auf welchen Kampf freust du dich denn so besonders? Naja, Enrico Kehl ist natürlich was Besonderes. Wir müssen mal den Gegner auschecken, was der jetzt wirklich drauf hat oder ob das jetzt nur so ein 0815-Kampf wird, sage ich mal, für ihn. Aber Enrico Kehl ist natürlich jetzt nach seinem Gewinn der K1 Max Meisterschaft was ganz Besonderes. War schon vorher was Besonderes, aber jetzt sind die Augen natürlich auf ihn gerichtet und ansonsten natürlich auf meine Jungs, beziehungsweise auf Axels Jungs, aber ich betreue die ja mit. Genau, du betreust sie mit, das heißt, du managst die Kämpfe für sie, organisierst schöne Kämpfe für sie. Wo geht es denn dieses Jahr noch für dich hin? Ja, wir fliegen dieses Jahr noch im Dezember nach Suriname. Da haben wir auch ein Team aufgestellt, ein paar Jungs von Team Day of Destruction. Es werden aber auch noch mehr Kämpfer aus Deutschland mitkommen. Das ist kurz vor Weihnachten wird das sein. Mehr möchte ich dazu eigentlich noch gar nicht verraten. Also so viel verrate ich noch. Suriname, wo ist das? Habe ich mich auch erst gefragt. Das ist in Südamerika, gleich über Brasilien, ein Land mit knapp 600.000 Einwohnern. Das wird bestimmt eine sehr interessante Reise. Day of Destruction TV wird auch mit dabei sein. Ralf, für nächstes Jahr, was stehen da für Pläne auf dem Programm? Was liegt an? Nächstes Jahr ist im Januar ist immer China. Im Januar ist die sogenannte Silvestergala. Das ist keine Silvestergala mehr, die ist halt im Januar. Das ist aber auch ganz gut, weil die Chinesen planen natürlich immer sehr weit im Voraus und dadurch können die Kämpfer, die dann da eben kämpfen, auch sich eben dementsprechend vorbereiten und Weihnachten und Silvester mal nicht so feiern, wie es vielleicht gewohnt ist mit ein bisschen viel Essen oder ein bisschen wenig Training. Also von daher, weil die Chinesen das eben schon lange planen und ich eigentlich auch schon weiß, wer da kämpfen wird, können die Jungs sich dementsprechend vorbereiten und müssen dann eben Dezember schon ein bisschen durchziehen und im Januar geht es dann ja auch schon nach China, aber es wird Ende Januar sein. Genau, Ende Januar nach China, dann im März ist ja Day of Destruction 9 in Neustadt und dann Day of Destruction 10 im April in Hamburg wieder in der Wandsbeker Sporthalle. Ja, der Plan ist voll, es gibt einiges zu tun. Weihnachten bist du auch unterwegs. Wie sieht das da so aus? Bleibt da noch ein bisschen Zeit für dich selbst? Ja, eigentlich nicht. Kurz und knapp, eigentlich bleibt keine Zeit für mich. Jetzt irgendwie groß mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal im Kino war oder mal über den Dom gegangen bin oder keine Ahnung. Also das ist alles schon ein paar Jahre zurück, aber wenn ich mal ein Wochenende frei habe, dann freue ich mich auch einfach zu Hause zu bleiben. Also Ralf immer mit Herz und Seele beim Day of Destruction und einem Kampfsport allgemein unterwegs. Ja, wir warten noch ein bisschen auf Maurice Lohner und auf Florian Kröger, freuen uns morgen auf die Kämpfe der beiden bei der Mixfight Gala 17 und stay tuned.